Okay, eine Machete. Oder irgendeiner davon hatte eine. SMG. Komm mir bloß nicht zu nah mit deiner Machete. So, tschüss. So, sind da noch welche? Natürlich. Das waren alle? Okay, füllen wir mal Gesundheit auf. Nehmen wir das Geld hier mit. Jetzt habe ich die ganzen Macheten schon eingesammelt, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Naja. Gibt ja noch genug Gangs, glaube ich, wo wir noch genug Macheten finden. Weil 9 Stück. Also ich will halt so ziemlich alles maximieren. Das ist immer das Lustige. So. Blut. Ich wollte es auch auffüllen. So, aufgefüllt. Habe ich das nicht eben gemacht? Na, egal. So. Löschen wir erstmal die nächste Gang da hinten bei dem Filmtheater aus, würde ich sagen. Da war nämlich noch eine aktive. Die Karre ist eigentlich auch ziemlich genial. Man. Fährt sich wieder eins. So. Genau, da hinten sind sie schon. Dann killen wir die mal. War das keine Gangmitglieder? Okay, die nicht, aber die. Das sind welche. So, tschüss. Okay, die sind bewaffnet. Bam. Kopfschuss. Das war auch eine kleine Gang, ey. So kleine. SMG können wir mal mitnehmen, würde ich sagen. Okay, noch 13 übrig. Ja, ganz schön wenig. Ich habe in Erinnerung, dass das mal mehr war. So, ja, gucken wir mal, was die hier am Oakley Drive-In Theater so Hilfe brauchen. Oakley Drive-In Theater. Jo, das scheint der Manager zu sein. Mal reden wir mal mit dem. Oakley Drive. How you like that, ey? So. I always wanted to own my own drive-in, you know? This is America. I can sit in my car and watch Bogart on the big screen. I got the catch, how much? It's all yours, man, but you gotta deal with these punk-ass kids who've taken over the lot. They think they're some sort of demolition derby gang or something. Watched Grease too many times, if you ask me. Okay. Oh, ein extra gepanzerter Wagen und Munition. Und es kommt Musik, die ich wegdrücken möchte. Okay, wir müssen die Gang ausschalten. Würde ich mal sagen, rüsten wir uns hinten aus. Collect Ammunition. So. Dann legen wir mal los. Erstmal so. Oh, das klappt eigentlich nicht so gut, aber es geht. Ach, wir können die ja so auch anvisieren, genau. Ja, setzen wir uns mal in die Karre, würde ich sagen, ne? Nehmen wir hier nochmal Munition mit. Okay, da hinten kommt, ne? So, stirb hier, du Sack. Okay, der war nicht erwischt. Ich würde sagen, wir ballern einfach mal so lange drauf, bis genau hier alles hochfliegt. Okay, scheinbar sind schon neue gekommen.
Und ich habe, glaube ich, mein Auto auch in die Luft gejagt. Okay, das müssen wir reparieren lassen. Ich weiß gerade nicht, wie viel das kostet. Oh, die Karre explodiert gleich. Okay, die anderen fahren da rein. Sehr gut. So muss das sein. Na, der kommt nicht weit. So. Mehrere kommen. Okay. Die kommen ziemlich schnell, ich würde sagen. Setzen uns dann mal in die Karre. Umso besser sind die Chancen, glaube ich. Die Karre ist natürlich schon in die Luft geflogen. Na, super. Oder wo soll die sein? Steht die hier? Die Karre ist weg. Na, super. Müssen wir das so auf die Reihe kriegen? Hätte ich mir nicht so schwierig vorgestellt. Aber gut. Können sogar ziemlich gut schießen, so ein Mist. Naja, ja, ich glaube, das schaffen wir so nicht. Weil gleich ist es aus mit uns. Gleich ist es vorbei, denke ich mal. Jo. Okay, wir müssen tatsächlich mit der Karre, glaube ich, besser... Ja, wir sind halt, glaube ich, wir sind halt einfach geschützter. Habe ich irgendwann vergessen. Ich habe die Karre aus Versehen ja hochgejagt. Aber das Tolle ist, versuchen wir es doch einfach nochmal. So, einfach nochmal. So, haben wir ja schon alles gesehen, ne? Brauchen wir ja nicht nochmal angucken. Probieren wir einfach nochmal. Ja, diesmal nutzen wir die auch, würde ich sagen. Haben wir noch Muni? Jetzt müssen wir nochmal auffüllen. Und ich will nicht, dass die Musik immer losgeht. Vollautomatisch. Ich habe den Tape-Player doch ausgemacht. So, erstmal Munition hier wieder. Auch für die Pistole füllen, weil die können wir noch nicht kaufen. Die ist ziemlich stark, im Gegensatz zu diesen Billigpistolen. So, setzen wir uns mal in die Karre. Jo, und jetzt können wir auch mit den Waffen in der Karre rumballern. So. War einfach knallhart drauf, würde ich sagen. Das ist die beste Methode. Das Tolle ist, wie gesagt, die Autos von denen, die halten so gut wie nichts aus. Und die wieder einfach mal Platz zu walzen hier, das ist zurück. Nicht sehr schwierig. So. Okay, der war nicht so gut erwischt. Okay, der ist tot. Der auch. More have arrived. Jo. Weiter geht's, ne? Aber erstmal müssen wir Munition hier sammeln. Das ganze Geld von denen natürlich. So wenig haben wir auch nicht dabei. So. Knarre raus. Und los geht's. Ja. So, er ist schon mal tot. Okay, der hat sich da überschlagen. Da ist schon gar keine mehr drin in der Karre. Na, hier kann man nicht so gut fahren. Okay, hier hinten haben sie alle gesprengt. Okay, drehen wir uns mal dahin. Okay. Was ist da weg? Na, kriegen wir den noch? Bräuchten wir mal Munition neu, ne? Machen wir mal. So, fahren wir mal hier hinten hin.
und holen uns schnell neue Munition. Immer schön voll. So. Den kommt dann angelaufen. Das ist schon Geschichte. So. Der auch. Den knallen wir einfach ab. Okay, da ist der Anführer. Okay, er hat ein fettes MG hinten drauf. Eieiei. Wenn wir den erstmal tot kriegen, ist glaube ich schon mal die ganze Gefahr gebannt. Oh, die Karre macht das glaube ich nicht mehr lang. Ach, scheiße, wir brauchen ein Auto. Aber hier sind keine. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen so schnell wie möglich zurück. Nein. Der trifft uns. 100 Pro. Oder auch nicht. Hätte ich nie gedacht. Okay, der Typ, der verreckt uns hier gleich. Füllen wir erstmal auf. Ich will jetzt auch kein Gesundheitspäckchen oder so. Ja, wir sind gerettet. Okay. Und hier sogar noch eins. Hätte ich das mal früher gewusst. So, jetzt geht's hier aber an dem Kragen hier. Die! So, der ist tot. Das ist gut. Jetzt können wir den ruhig umballern. Alle Zeit der Welt. Wir müssen den nur noch töten. Renn, Tony, renn. So. Das ist halt da lang. Okay. Muss noch die Karren in der Luft jagen. Okay, wir haben den Typen getroffen, auch gut. Der Typ hat eine Shotgun am Steuer. Aber die haben wir auch. Und jetzt machen wir den, glaube ich, gleich mal platt, würde ich sagen. Mit der Pumpgun sind mir nie zu spaßen. Komm her. Okay, wie man sieht, das macht erheblich mehr Schaden. So. Das war mal einer. Und ja, hier ist ja irgendwie alles Geschichte gerade. Ja, gehen wir mal zurück. Die Gefahr ist ja beseitigt. Holen wir uns noch den Gesundheitspacken da hinten und Munition und alles. Die komischerweise nicht mehr da sind. Ist der Munitionskasten noch da? Auch weg. Na super. Deswegen wurde auch der Bildschirm wahrscheinlich dunkel. Okay. He's taken care of. You're gonna have to have a bogart with men, okay? Just start with the treasure of Sierra Madre. I love Walter Houston in that one. It's all yours now. I can't wait to see what we start bringing in. Okay. So, es gibt natürlich wieder kräftig Rang 45.000. Das ist eine Ansage. Ordentlich Mumm und $80.000. What the fuck? Alter. Ja, natürlich speichern wir. 80.000. Junge. Das ist nicht schlecht. So. Ja, natürlich. Speichern wir mal drauf. Der überschreibt immer, das ist nicht so toll, weil wenn man Aufnahme nicht funktioniert hat, ne? Dann guckt man ganz schön blöd. So. Zack. Alles noch da. Jetzt können wir den Laden ja, glaube ich, auch schon kaufen, ne? Wie viel soll denn der kosten? 100 Riesen! Ach du Kacke. Oh Mann, das ist eine Ansage. Ja, wir haben 80.000 gekriegt von dem Typen, ey. Aber, ja. Wir müssen das dafür ausgeben, weil jetzt kommen wir nicht weiter.
Die 100.000 für die Musik können wir uns auch irgendwann anders mal kaufen. Ich meine, wir hören sie ja eh nicht. Jetzt blinkt das auch da unten, ne? Erstmal holen wir uns hier eine Karre. So. Ja, hol uns mal einen Geländewagen. This is Tony. I need my car. Send my car, okay? Okay. So. Here it is, Mr. McDonald. Jo. Kannst du gleich wieder einsteigen? So. Dann gucken wir mal, was noch so zu tun ist. So. Ach, genau. Ich habe es auch gerade gelesen. Eine. Jetzt müssen wir nur gucken, wo genau. Eine Femme Fatale will mit uns reden. Genau, das sind. Oh, ich weiß jetzt, ich will es nicht falsch sagen, aber das sind die, die wir dann nachher in der Villa rumlaufen haben. Halt diese Frauen, die Tony sich in die Villa holt. Und, oh, die finden wir da ganz hinten. Da müssen wir extra hingurken. Ja. Ich würde sagen, ja, fahren wir da einfach erstmal zuerst hin, würde ich sagen. Und gucken dann mal weiter. So, der Jeep, ne? Eigentlich eine ziemliche Standardkarre, aber mein Gott, die tut's. Ruhig bleiben da hinten. Ey, oh. So, hier ist nämlich noch eine Abkürzung. Hinterm Cabana Cigar. So, da können wir dann danach hin, würde ich gleich sagen. Weil die haben ja sicher auch irgendwie Probleme. Ja, und das gehört alles noch hin zu Havanna und jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt kommt man in die Downtown. Oder? Jo, Downtown. So, ah, den scheiß Bus da überholen wir mal. Ei. Aber unser Kopfdruck ist gering, deswegen sind die gerade nicht so, ja, am Glotzen. Aber unser Gangdruck ist auch schon wieder ziemlich hoch. Wie gesagt, wenn die voll sind, hat das extreme Nachteile. Also immer den Druck schön gering halten, wie ja gutes Dealen oder sonst wie. Ansonsten muss man sich ihn halt runterkaufen. Das kann man machen, aber das kann ziemlich teuer werden. So. Ach, ab da. Arschgesicht. So, hier im Hafen meine ich mal die, ne? Ich kenne mich hier schon gut aus in Miami, könnte ich sagen. Okay, ne, wir sind eine falsch abgebogen. Ach, fahren wir hier gleich lang. Oder auch nicht. Okay, der scheiß Baum hat uns unseren Plan verhagelt. Dann hier lang. Runter zum Leuchtturm müssen wir nämlich. So, können wir hier durch? Jawohl. Hier können wir noch durch. Ei, ich habe einen Dealer überfahren. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist nie wirklich gut, irgendwie Dealer anzugreifen.